Yo, willkommen zurück zu Life in the Woods. Wir haben beim letzten Mal wieder gefarmt unten auf meiner kleinen Farm. Da seht ihr, bis auf die Kartoffeln. Oh, die Karotten habe ich vergessen. Die Karotten habe ich vergessen. Was haben wir denn da? Ah, genau, die Sesamsamen, die tue ich wieder hier mit rein. Ich lasse die jetzt auch mal in dem Zustand, anstatt die hier in diesen zu machen. Ah, die Avocado hat er dahin gepackt. Die habe ich das letzte Mal ganz frisch gepflückt. So, und jetzt wollen wir doch mal sehen, was da noch reinpasst hier. Oh, fast alles. Nicht schlecht. Blaue Heidelbeere. Da habe ich auch noch drei. Ah, siehst du, das habe ich alles noch nicht unten angepflanzt. Ich nehme aber nur die mit erstmal. Hellgrüner Farbstoff, Hängepflanze. Okay, hat die schon. Das ist doch nur ein Farbstoff. Dann habe ich die doch bestimmt hier mit drin, oder? Genau. Es ist auch eine Hängepflanze zugleich, also kommt die dahin. Das ist wieder nur mit Farbstoff. Laterne des Waldes. Ach, hatte ich auch schon. Das klingt so mysteriös, ne? Biomes Oplenty. Hatte ich den schon? Ja, pinke Narzissa, die auch schon. So, packen wir mal den blauen Beerenbusch da unten hin. Ich brauche auch schon wieder Essen, ey. Jetzt gerade. Ich glaube, ich werde doch mal wieder. Ah, da hinten sind noch rote Büsche. Ich glaube, ich werde mal kräftig. Hä? Da ist aber nichts dran an diesen Feuerbüschen. Oh, da ist der Enderman. Vom letzten Part. Warte mal. Ah, ich habe bloß nichts zu essen jetzt. Komm mal her da. Mann, ist der dumm. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit mit so einem Enderman zu kämpfen. Ich mache mir jetzt erstmal ganz viel Pommes. Da muss ich jetzt durch, auch wenn es lang dauert, aber dann kann ich vielleicht noch mal so richtig vollpacken, so dass wir dann eine Erkundungstour machen können, damit wir endlich besseres Essen finden. Es fehlen schon noch ein paar Sachen. Immerhin, die Avocado ist neu. Ach, da, die Fackel. Die habe ich aus Versehen da reingetan. Ah, ich mache mal ein paar Eimer. Wobei eigentlich ist es mit mehr Eimern doch blöder, oder? Probier's mal mit zwei. Also. Ist eigentlich gar kein Vorteil, oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Nee. Man kann ja immer nur einen rausziehen. Ja, so richtig. Hätte ich es auch mit einem machen können. Denn. Ja, komm, mit zwei ist doof. Bring mal einen wieder weg. Da muss ich ja immer wieder darüber klicken. Das mag ich nicht. Quatsch. Das ist die Werkzeugkiste. Und der Eimer zählt als Werkzeug. Müsste mal in der Minecraft-Wiki gucken. Oh, ich gucke auf jeden Fall, wie ich das hier automatisieren kann.
Nase juckt. Ich würde sagen, ich mach mal bis 30. Meine Nase juckt immer noch. Oh. Ah. Und gerade wenn du dann redest, dann hört die gar nicht mehr auf. So. Halt. Ach so, ja, passt schon. Also wegen dem Enderman aufpassen auch. Ich glaube, das mache ich in Zukunft offscreen. Da könnte ich echt mal eine Stunde lang nur Pommes machen. Warum nicht? So. Warte mal, wir fangen unten wieder an. Ach so, muss ich erstmal noch Salz dazu machen. Da fehlt mir doch dieser Topf noch dazu. Nein, das doch nicht. Der da. Und einmal noch. Salz und Backform. Ein Pommes in der Backform. Eigentlich macht man das doch auf einem Backblech. Wenn man die schon selber macht. So, aber wir haben hier genug und können das jetzt direkt mal chiseln. Genau die. Ja. Ich werde eh noch so viel brauchen. Ihr seht ja, was hier noch frei ist. Ja, sowas. Natürlich richtig gut. So, muss alles verschwinden jetzt hier. Muss alles weichen. Ich stell die Weichen. Ach, hier Basalt. Ja, wie groß mache ich denn den Raum? Also hier wäre ein bisschen blöd. Da muss schon noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Wesentlich mehr in die Richtung. Ja, sehr schön. Die habe ich auch dabei. Die hat er dabei. Das ist prima. Mann, hier gibt es viele verschiedene Blöcke. Als ob mir das jetzt erst auffallen würde. Die ganze Zeit nur Farben denen gespielt. Das ist alles gleich. Genauso. Hauptsache, er fängt es. Hallo, Kuckuck. Keine Gefahr. Nicht mehr. Erde ist immer gut.
Da oben brauche ich es aber eigentlich nicht wegmachen. So, gib mir mal hier die hässlichen Steine. Oh, schon wieder ein Set gekommen. Was ist denn dann los? Sitze ich irgendwie anders oder eigentlich ist alles wie immer? Vor allem, aua, als ob mir das wehtut, wenn ich dagegen komme. Oh. Da war noch ein Fester dahinter, der da. Warte mal, wir buddeln jetzt mal hier rein jetzt. Boah, die brauchen so lang hier auch, diese Steine, ne? Diese blöden Komatiten. Die Komatiten. Böp. Da geht er aber Salz schneller. Wobei man denkt, dass es eigentlich ja der härtere Stein ist, Basalt. Oder ist der härter? Ich weiß es gar nicht. Vor allem Tokomatite kenne ich nicht mal. Genauso wie Granit, doch Granit schon, aber Diorit und das andere da kenne ich auch nicht. Also ich wüsste nicht, ob es das in echt auch gibt. Ich bin ja auch kein Steinmetz, ne? Die wissen das natürlich ganz genau. Guck mal, wie gut das Zeug hier geht. Ja gut, ein bisschen länger als das Granit braucht der Basalt schon. Aber hier Gneis, das ist auch so schlimmes Zeug hier. Kann das nicht alles aus Erde sein hier, wo ich aushöhlen muss? Oh, da oben bin ich draußen. Ja. So, Moment, gib mir mal die normale Erde. Wenn wir das gleich zumachen, da ist die Lücke da oben gefüllt. So, jetzt nehmen wir die hier. So, ja, perfekt. Da haben wir doch schon wieder eine Ecke geschafft. Ah, ich hatte noch einen Stack, sehr schön. Der Komatite, der nervt. Ich finde schon ein bisschen groß jetzt hier die Küche. Guck mal, wie weit das ist, um da hinten hinzulaufen. Ja gut, man kann ja dann letztendlich dann einfach einen Lagerbereich hier reinmachen. Oder ich hätte. Nee, das mache ich nicht. Ich habe gerade überlegt, ob man die Treppe vielleicht dann hier nochmal so und dann wieder so hochbaut, aber mache ich nicht. Rocky. Keine Ahnung, wie ich jetzt in letzter Zeit darauf komme. Aber Rocky war cool. Also die ersten Teile, ich glaube, so die letzten beiden. Die hätten sie sich sparen können. Aber erste, zweite, dritte war richtig cool.
Am besten sowieso der erste. Rocky Balboa. Das war damals in, Leute. Ich gehe mal ins Bett. Ah, guck mal, Tanz der Steine. Manchmal ist das so ein bisschen verbuggt mit dem an die Decke bauen. Wenn das ein Stück zu weit weg ist, setzt er den nur kurz und dann verschwindet er wieder. Wow! Oh, Licht. Nicht vergessen. Ganz wichtig. Übertrieben gleich. Aber hier an der Stelle würde ich sagen, mache ich erstmal einen Cut. Haben wir noch ein bisschen was geschafft. Ich danke fürs Einschalten. Bewerten nicht vergessen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns schon morgen. Haut drin, bis dahin. Tschüss.